Jesus freaks in Houston, Texas. Get up, 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 get up. Bunt, laut, kreativ und ein bisschen verrückt. Das ist das Freakstock. Rund 4000 Jesus-Freaks treffen sich irgendwo im Nirgendwo zwischen Kassel und Paderborn in einer alten Kaserne, um Jesus zu feiern. Ich bin hier einfach, um meine Seele wieder aufzufrischen, um meinen, ja, wie soll ich sagen, meine Zweisamkeit mit Jesus wieder zu kriegen. Und weil die Leute überall aus Deutschland kommen und sich quasi hier treffen und dann, genau, ist das ein riesen Freundestreffen. Einfach mit vielen Leuten zusammen zu sein, mit denen man so auf einer Wellenlänge ist und so eine gute Mischung aus Entspannen und Feiern. Einfach nur geil, wie Familie und sowas und einfach meine Art, irgendwie so Jesus zu begegnen, Jesus zu feiern. Aber halt Bock haben als Familie, so einfach aufs Festival. Das ist halt ein Familienfestival. Es ist einfach halt schön zu sehen, dass andere Christen hier halt auch hinkommen und ähnlich frei und einfach locker und gut drauf sind und das einfach genießen. Das Festival ist Treffpunkt für Jesus-Freaks aus der ganzen Bundesrepublik. Los ging's mit den Freaks 1991 in Hamburg. Und sie verstehen sich als Christen der etwas anderen Art. Ja, wie der Name schon sagt, sie sind Freaks, sie sehen ein bisschen anders aus. Vielleicht nicht wie der Otto-Normal-Kirchenbesucher, aber es sind doch eigentlich im Gesamten ganz nette Leute und freundliche Leute. Die sehen nur manchmal ein bisschen böse aus. Und letztendlich geht es einfach darum, dass wir eine Freiheit haben, irgendwie Gott zu begegnen und dass das jeder auf seine Art und Weise kann. Und genau das passiert beim Freakstock. Auf 8 individuellen Veranstaltungsflächen treten Bands aus der ganzen Welt auf. Und darüber hinaus ist Zeit für Chilliges, Kreatives, für Gemeinschaft und für Gott. Weil wir haben gesagt so, wir wollen hier ein Jesus-Festival machen. Und Jesus steht im Mittelpunkt und das sieht man auf Autos, das sieht man in Workshop-Angeboten, das hört man in der Musik und ja, das ist der Punkt. Also wir wollen hier ein Festival machen für Jesus und für niemand anderes. In diesem Jahr trifft man sich schon zum 20. Mal beim Freakstock. Und so entsteht mittlerweile bereits die zweite Jesus-Freaks-Generation. Was ist daran toll, ein Jesus-Freak zu sein? Ich glaube, dass man das nicht so herauspicken kann, was daran jetzt so toll sein soll, sondern es ist einfach, dass man sich hier, glaube ich, wohler fühlt als woanders, wie andere Menschen sich woanders wohler fühlen. Nach 2 Jahrzehnten Freakstock wollen die Freaks mit ihrem Festival jetzt auch langsam die Normalos erreichen. Wir möchten einfach alle Leute einladen dazu, auf Freakstock dabei zu sein, Freakstock zu erleben und sich das einfach mal anzuschauen. Und wenn es nur für einen Tag ist, um zu gucken, was sind die Jesus Freaks eigentlich für Chaoten. Und wenn man das wissen will, sollte man sich Freakstock angucken und dann hat man ein ganz gutes Bild davon. Wer es gerne ausprobieren will, das nächste Freakstock findet ab dem 29. Juli 2015 statt. God bless you, Jesus Freaks! God bless you, Jesus Freaks!